Ja, moin Freunde. Willkommen an unserem neuen Wachtelstall. Ihr seht, die werden auch, wenn man langsam sich bewegt, werden die auch schön zutraulich. Man hat immer wieder Vögel, die ja, so ein bisschen hektischer. Wir haben einen dabei, der total hektisch ist. Wir haben so eine kleine Hütte. Nicht einklemmen, vorsichtig, halt schön fest. Ne? Wir haben hier halt so eine Hütte, die ist auch... Ja, man kann da auch einzeln rein, entweder hier halt mit dem Türchen. Da musste ich noch so ein Lochblech halt nachträglich reinmachen, weil hier halt komplett offen war und für die Wachteln ist das zu groß oder halt auch für ungebetene Gäste. Insgesamt, die Länge ist glaube ich 2,10, 2,20, irgendwie sowas. Hier hinten haben wir auch nochmal so einen Kasten, um die Eier rauszuholen. Das kriegen wir alles durch das Türchen. Machst du einmal zu, Elias. Dann haben wir, des Weiteren können wir halt hier so das Dach öffnen. Und halt von oben mal reinschauen. So, da haben wir so eine Kiste, wo die halt ja, sich aufhalten können. Von unten musste ich auch nochmal zuschrauben. Das war komplett offen, nur so ein Gitter. War mir auch ein bisschen zu gefährlich wegen Ratten oder Mäuse oder Marder, was alles so kommen kann. Und hier innen drin ist so ein Blech, was man rausziehen kann zum Reinigen. Jetzt müssen wir gleich mal aufpassen. Das ist halt unser Pflegefall. Was heißt Pflegefall? Die ist so ein bisschen hektisch. Weiß nicht warum, die ganze Gruppe ist sonst ganz ruhig. Was haben wir gemacht? Was haben wir noch gemacht? Wir haben vorerst, hier habe ich so ein Blech, das hatte glaube ich 60 mm, 60, 70 mm Breite. Das habe ich jetzt in die Erde eingelassen, so ungefähr hinten 25 cm, hier fast 40 cm in die Erde reingelassen, so dass wenn wir irgendwie einen ungebetenen Gast haben, dass der hier sich nicht so einfach reinbuddeln kann. Hier vorne muss ich das noch machen und ich gehe mal einmal rum. Hier hinten haben wir ja noch Platz, also einen guten Meter Breite haben wir noch Platz. Das werden wir dann weiter noch vergrößern, das war uns, ist uns leider noch immer noch zu klein. Das Schöne ist jetzt halt, dass die wirklich auf dem Boden sind, aber man sieht, das Sandbad ist doch sehr groß, die Steine kommen da auch noch raus und wir werden das Ganze noch hier bis zum Zaun vergrößern. Ob ich hier noch ein Loch reinschneide dann oder ob das Blech noch verändert, das weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall werden wir das ja in der Zukunft noch vergrößern, das werdet ihr alles sehen. Dann werde ich halt auch natürlich die Klappe zum Öffnen machen. Hier ist es zu, die ist festgeschraubt, könnte man auch machen, dass man es öffnen kann. Was machen wir jetzt? Wachteln sind Halbschattenvögel, das heißt, die brauchen auf jeden Fall viel Licht, aber auch Schatten von oben. Wir behelfen uns im Moment hier mit so einer, ja, mit so einer Platte, die wir oben drauf legen, auch wegen Regen. Und die beschweren wir mit so einem Pflasterstein. Und ja, die haben von der Seite halt schön Licht. Die Sonne dreht sich ja. Und wir haben aber halt so einen Schutz, dass die Vögel von oben nicht nass werden und dass das Sandbad nicht nass wird. Schöner ist das Ganze natürlich, wenn man so eine Voliere hat, die man begehen kann. Wir werden sehen, was in der Zukunft noch alles passiert, aber wir finden das jetzt aber auch schon schön, dass die Vögel so Auslauf haben. Ich habe jetzt in Meter, was ist das, Meter oder 80 mal 2,20 Meter. Wir haben jetzt noch 10 Vögel da drin. Wir werden den Auslauf vergrößern, aber die Anzahl der Vögel werden wir nicht vergrößern. Ein Teil der Vögel sind immer noch im Etagenstall. Es sind halt dieses Jahr etwas mehr Vögel geworden. Wir haben 17, wir haben letztens gedacht, wir haben 15, aber es waren ursprünglich 19 und wir haben 17. Hier sind 10, ein Hahn ist dabei und da drin sind die restlichen 6 Weiber und ein Hahn. Auf unseren Brüter warten wir immer noch, deswegen können wir nicht brüten. Und da werden wir so eine Art Tagebuch machen zum Aufbau des Stalls an sich im Sinne, was wir gemacht haben. Wir haben so eine Schale mit Sand drin zum Baden, zum Sandbaden. Wir haben so einen Futtertrog, da wo die Köpfe reinstecken können. Das ist eigentlich super praktisch, weil da verteilen sie auch nicht das ganze Futter. Ein Pflasterstein muss auf jeden Fall rein. Das Wasser muss immer erhöht sein, damit die nicht rein ihr Geschäft da drin verrichten. Und dieses Stroh und was da noch so an Dreck drin ist.
sollte immer etwas höher stehen oder aufhängen oder aufstellen. So, dann haben wir so ein bisschen von der Tanne oder von der Fichte haben wir noch ein paar Äste reingemacht. Man sieht es da hinten schön, da hat sich eine versteckt und dahinter versteckt. Wenn mal ein Vogel etwas Ruhe braucht, da kann er sich da schön zurückziehen. Das Weitere ist auch ganz praktisch, die Vögel sollten keinen Zug bekommen. Deswegen haben wir halt die Bleche erstmal erstens eingelassen als Schutz vor Raubtieren, vor unseren Heimischen. Und das Zweite ist, haben die halt so ein bisschen auch Windschutz noch. Das ist auch immer ganz schön, weil die dürfen keinen Zug abbekommen oder die sollten keinen Zug abbekommen. Und ja, wie das da jetzt nach ja, ungefähr 1,5 Wochen aussieht, könnt ihr ja den Boden sehen. Also da war vorher Rasen drauf und da ist jetzt, ich heb mal so einen Stein hoch. So sah es vorher aus und so sieht es halt da drin. Wir werden jetzt nach 2 Wochen, werden wir die Vögel entweder in die Hütte alle reintun, da zumachen und ja, die sind jetzt so ein bisschen hektisch. Und dann werden wir das Ganze mal ein bisschen sauber machen. Die haben vorhin Sauerampfer bekommen, das haben die jetzt, der eine Futtertrog ist leer. Und hier drinnen haben wir halt dieses Nistmaterial und ihr seht, nach 1,5 Wochen sieht das immer noch recht gut aus. Das Problem ist, dass man die Eier da drinnen so ein bisschen suchen muss. Hier haben wir auch eins, die legen auch fleißig, das ist echt super. Wir haben dieses Jahr wirklich Glück, die legen super schön Eier, drinnen und draußen. Also entweder bauen, die haben sich da hinten wie so eine Art, so unter den Fichtenzweigen so eine Art kleines Nest gebaut und da legen sie auch die Eier oder halt ganz wild. Ja, das ist unser Außen, unser Auslauf und wir werden auf jeden Fall, wenn wir die ganze Geschichte vergrößert haben, vielleicht bauen wir das Ganze auch ein bisschen höher noch, aber da muss ich mir noch ein paar Gedanken machen, auf jeden Fall, dass sie noch ein bisschen mehr Platz haben und ja, das ist uns wichtig, ne? Dass sie schön Platz haben, dass es denen gut geht und ja, Elias, wie ihr seht, der ist immer noch fleißig dran, morgens Eier holen, füttern, Wasser und Grünzeug. Er hat doch Spaß nicht verloren und wir haben die Wachteln jetzt, glaube ich, seit 3 Wochen, wenn mich nicht alles täuscht, und wir haben jetzt auch keine Eier mehr gekauft. Wir versorgen noch der Kameramann wird noch versorgt, die Schwiegermutter wird versorgt und ich habe schon zig Eier verschenkt und ich habe eigentlich auch einen ganz großen Eierverschleiß und ja, wir brauchen keine Eier kaufen, das ist halt das Tolle und wir haben gesunde Eier, tolle, leckere Eier und es macht Spaß, die Vögel machen Spaß. Ja, das war so ein Update, ich gehe nochmal beiseite, so sieht es aus. Hier unten habe ich es auch nochmal mit den Pflastersteinen, damit da auch nichts drunter kann. Da werde ich noch alles so ein bisschen absichern, weil ich hatte da die Zeit beim Aufbau nicht. Aber mir ist es wichtig, dass da nichts reinkommt, weil vor 2 Jahren hat uns der Fuchs ja die Wachteln geholt. Da war der Stall auch nicht richtig gesichert. Das ist das A und O, dass sie sich nicht unten reinbuddeln können oder Netz noch drunter. Aber ich wollte ja auch nicht, dass sie wieder auf Netz laufen. Deswegen habe ich das weggelassen und die Bleche eingelassen. Gerne verlinke ich euch, habe ich gekauft, sage ich, ist keine Werbung, bei eBay für 105 Euro mit Versand, da kann man nichts sagen. Aufbau war eine Anleitung bei, ein bisschen fuckelig, aber wenn man sieht, wie das Ganze so aufgebaut ist, das ist, sind ein paar Schrauben. Ein paar Schrauben mehr habe ich noch reingemacht und es waren alles Einzelteile in 2 Kartons. Geliefert wurde das Ganze ja, innerhalb von 3-4 Tagen und ja, das wäre soweit. Falls Fragen sind, einfach schreiben, werden wir euch gerne beantworten. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Unser Update, ich glaube Teil 2. Und bis dahin, bis zum nächsten Video. Nicht vergessen, Abo lassen und das Glöckchen drücken. Verpasst ihr kein Video.